Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 16 Ultimate Team. Wir müssen jetzt beide Spiele gewinnen, die wir jetzt noch haben in der Saison, sonst steigen wir ab. Hatten beim letzten Mal leider wieder so einen Triple-Verliebten, der dann auch zumindest beim 1-0 durch seine Triplings und sein Glück im Strafraum, so möchte ich es mal nennen, ein Tor geschossen hat. Generell hat er einfach super viele Tricks genau in mich reingemacht oder an mich rein, sagen wir mal so, aber er ist irgendwie im Ballbesitz geblieben. Ich verstehe den Sinn nicht, also man sollte einfach Spieler, die Tricks unsauber ausführen und dann in den Gegner rein oder halt an den Gegner ran machen, die sollte man einfach mehr bestrafen. Die sollten viel eher den Ball verlieren. Und das ist einfach sehr selten der Fall, finde ich. Okay, sehr starkes Bundesliga-Team mit Ribéry und Bellarabi, auch schnelle Flügelspieler. Eventuell Dribble verliebt, weiß ich nicht. Im Mittelfeld, naja, hat er schon drei Trippelsteiger. Das könnte also schon sein, dass er trippelverliebt ist. Ich weiß es nicht. Aber mit Lewandowski, also Lewandowski ist natürlich immer von Tor gut, aber bisher hat er mich nicht überzeugt. Zumindest im gegnerischen Team war er bisher nicht wirklich gut. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt schon mal ein Tor gegen mich geschossen hatte. So. Ich wollte halt meinen schnellen Abschluss suchen, weil die Viererreihe natürlich noch ziemlich gut dastand. Das heißt, die war noch entsprechend positioniert, so dass man da nur schwer durchkommt. Ja, ich wollte natürlich einen Laufpass auf Candreva spielen. Keine Ahnung, warum man das ins Aus gibt, kickt. Wie auch immer. Also bisher macht der Gegner ziemlich viele Fehler. Vielleicht haben wir Glück und es bleibt so. Ach man, jetzt machen wir aber Scheißfehler. Werden zum Glück nicht direkt bestraft, aber vielleicht jetzt über die Ecke. Buffon. Tor ist immer noch leer. Geh wenigstens zurück. Na also. Das geht mir. Also ich meine, Buffon kann nichts dafür. Es macht einfach jeder Torwart viel zu oft in dem Spiel. Und es liegt einfach nur daran, weil die bei jedem scheiß Eckball oder sagen wir mal bei 99% oder von mir aus 95% rennen die raus wie die Bekloppten und dann passiert es einfach dadurch des Öfteren mal, dass sie sich komplett verschätzen und nicht an den Ball kommen. Und es würde halt nicht passieren, wenn der Spieler entscheiden dürfte, wann der eigene Torwart rauskommt und nicht komm, und nicht der die CPU jedes Mal. Ah, oh, kein Lackertor, schade. Ach, verdammt, die Ecke. Bitte diesmal keinen Fehler machen, Buffon. Ah, jetzt kommt er mal nicht raus, aber das wurde halt auch sehr weit nach hinten gespielt. Wer hat denn jetzt den Ball? Nice, wir werden nicht im Ballbesitz bleiben. So, also wenn das jetzt ein Tor geworden wäre, hätte ich mich nicht gewundert, weil es war ja quasi klar, dass wenn der immer wieder in Ballbesitz kommt, dass er dann wohl auch ja, ein Tor schießt irgendwann. Also der Gegner scheint mir auf jeden Fall angenehmer zu spielen zu sein als der letzte. Schick. Hatte ja quasi auch im letzten Spiel überhaupt gar keine Möglichkeit, irgendwas zu zeigen. Wenn ich da nach außen weitergelaufen wäre. Ja, immer in die Ecke. Und? Oh, der hätte genau gepasst. Krasse Parade von Leno.
Ich hätte auch die Spielerrollen wieder neu verteilen müssen, weil ich ja gar nicht weiß, ob Hamšík vielleicht... Oh, da ist Hamšík. Das hat leider nicht gereicht. Oh! Geil, wie alle stehen bleiben. Komm, 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 Nainggolan. Oh, was war das denn wieder für ein geiler Scheiß? Nein. Ich wollte eigentlich einen Seitenwechsel machen auf Candreva, aber es hat gar nicht geklappt. Oh, ey, was soll ich machen? Was soll ich machen? Ich bin überall dran. Er passt durch. Das war mal ein Tor von Lewandowski. Okay. Krass, das ist einfach wieder so dermaßen der Wurm drin. Oh. Wenn wir das Spiel verlieren, war es das, ne? Aber wir haben noch Zeit, das zu drehen. Einfach mal durch mit Nainggolan. Das klappt gerade so gut. Aber ich habe das Gefühl, es leckt gerade leicht. So, mit dem Kopfballtor. Oh, das wäre so ein geiles Tor geworden. Fuck, schade. Knapp daneben. So, das ist mein Tick durchlaufen. Schade. Oh, ich hätte doch direkt auf Passen gedrückt, aber macht nichts. Nein! Fuck. Hätte ich mir eigentlich eine richtig gute Gelegenheit geklaut. Mit Ribéry scheint er nicht so richtig umsehen zu können. Da macht er ständig irgendwelche Ballvorlegeaktionen, die bisher gar nicht gefruchtet haben. Schade. Ach Mann. Also ja, deutlich mehr Ballbesitz, davon kann ich mir nichts kaufen. Schüsse sind ausgeglichen, hat einfach die bessere Chance. Wobei die Chance, dieser Kopfball, den Leno da rausgekratzt hat, war natürlich auch krass. Von daher, ja. Alter, das ist doch hier wie Mau-Mau spielen für den. Da steht immer irgendeiner blank. Ich kann mich ja nun nicht, leider nicht um alle kümmern. Hier ist er auf Vordruck, das geht mir am Sack. Schöner Ball auf Lichtsteiner. Diagonalpässe sind einfach so schwer. Nicht auf ihn. Oh, das hat sogar geklappt. Was ist denn? Was machen denn die gerade wieder? Oh mein Gott. So, also Pässe haut der Hamšík schon geile raus, das kann man nicht anders sagen, aber es hat bisher einfach nicht gereicht.
Großartig, zum Schuss ist noch nicht gekommen. Noch ein Kopfball. Komm, es steht 1-0, ist noch alles drin. Nicht groß rumheulen. Und! Ach, oh, diesmal einfach zu zentral. Er kommt natürlich nochmal an den Ball ran, was sonst? Fuck. Hätte ich halt nicht gedacht, dass er so gut antizipiert, ehrlich gesagt. Was ist los? Alter, was war denn das für eine gefährliche Flanke? Beziehungsweise die Flanke war eigentlich total lächerlich. Der Kopfball war einfach krass. Ja, ich musste schießen, also es wäre einfach zu kompliziert geworden, hier noch irgendwie was Geiles abzuziehen und da wäre Hamšík niemals durchgekommen. Oh, ihr merkt schon, ich rede nicht viel. Ich versuche mich echt zu konzentrieren. Ich will echt mein Bestes geben, aber es ist einfach schwer momentan. Also nicht mein Bestes zu geben, sondern einfach klarzukommen, dass es so beschissen läuft die ganze Zeit. Und ich halt echt, ja, nicht so richtig weiß, warum. Was ist denn hier jetzt wieder los? Ich spiele nur auf Offensiv, nicht auf totaler Angriff. Zum Glück kann er das mit dem Vorlegen nicht. Natürlich tankt er sich trotzdem irgendwie durch. Und wenn man einmal irgendwie auch nur ansatzweise die Konterchance hat, dann kommt halt wieder irgendein Dreck rein, der dafür sorgt, dass man es definitiv nicht schafft. Dann wird man auch festgehalten. Aber es sieht echt aus, als wenn der Gegner ein anderes Spiel spielen würde als ich. Ich habe einfach nur Pech gerade mit den Formation oder so, dass der Gegner einfach immer die perfekte Formation gegen mich hat. Oh, fuck, man, spiel doch einfach den Pass dorthin, wo ich will. Spiel er ihn natürlich nicht auf denjenigen, der in den Lauf geht, sondern der, der genau neben ihm steht. Wir müssen das Spiel gewinnen, deswegen bringt mir ja nichts, also auf totaler Angriff eigentlich zu gehen. Och, meine Fresse, ey. Das ist so schlecht. Und wieder der falsche Spieler. Ich komme halt einfach nicht mal zum Abschluss. Das ist so krass. So, jetzt hätte zum Beispiel Hamšík seine Klasse zeigen können, da man ein Tor machen könnte, macht er nicht. Geht einfach auf Zeit oder was? Oh, das war Basagli. Toll, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich den Ball nochmal weitergeleitet.
Das ist ja das Dumme. Ich verstehe nicht, warum da nicht ein Sechser, der einen guten Abschluss hat, in den Sturm mitgeht. Nee, es muss immer so ein dummer Innenverteidiger sein. Die haben halt einfach keinen guten Abschluss, logischerweise. Nehmen wir das Spiel auch noch 1-0. Wir haben eigentlich nicht so schlecht gespielt in dem Spiel. Es hat einfach wieder ein Tor, was hier über Sieg und Niederlage entscheidet und dementsprechend über unseren Abstieg. Fuck, Mann. Was für eine Scheißsaison. Es lief so schlecht. Und ich, wie gesagt, es gab natürlich schon Saisons oder Spiele, wo ich klar sagen musste, du hast halt auch gespielt, du letzte Vollidiot. Aber das war jetzt in dem Spiel meiner Meinung nach nicht der Fall. Das war in den letzten Spielen meiner Meinung nach nicht der Fall. Keine Ahnung. Zwei Siege, ein Unentschieden, sechs Niederlagen. Nur zwei Siege in der kompletten Saison. 10 Spiele aus den letzten 10 Spielen. Nur 2 Siege geholt. Das ist so schlecht. Ach Gott. Es ging halt nichts. Und ja, Hamšík hat sich eigentlich okay angefühlt, aber nicht besser als Hernández. Um ehrlich zu sein. Aber da ich davon ausgehe, dass er, wie gesagt, im Preis steigt und Hamšík auf jeden Fall nicht schlechter ist als... oder nicht sehr viel schlechter sein wird als... Hernández, werde ich ihn jetzt auch erstmal weiterhalten, einfach um halt zu warten, bis der Preis dann gestiegen ist. Und wenn der Preis dann gestiegen ist und ich dann vielleicht Bock habe auf einen anderen Spieler, dann verkaufe ich ihn. Aber ihn jetzt zu verkaufen, wäre einfach verschenktes Geld, weil er auf jeden Fall weiter steigen wird. Ich werde ihm halt mal noch den Chemistry Style Finisher besorgen. Wir haben ja jetzt genügend Coins. Ich denke einfach, dass der, wie gesagt, mit seinen Pässen war ich eigentlich zufrieden. Tripling, ja, habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet, war aber jetzt nicht so ein Mind-Blowing-Effekt wie bei Second Inn vom Kruse, wo man ja wirklich gar nichts machen muss zum Dribbeln, der das quasi alles alleine macht. So war es jetzt nicht bei ihm, aber es hat sich auch nicht schlecht angefühlt. Hm, ja, 150, da bieten wir mal 200 drauf. Gucken, ob wir die bekommen. Ich könnte eigentlich direkt mal noch ein paar andere für 200 bieten, weil 200 ist echt preiswert. Für Finisher, und Finisher brauche ich ja echt öfters mal. Deswegen so viermal. Und nicht, dass es ihn jetzt nicht für 200 im Sofortkauf gibt, dann wäre es ja egal. Doch, gibt's schon. Okay, dann ist es egal. Ja, aber es liegt wahrscheinlich daran, dass gerade viele Packs gezogen werden. Und dementsprechend viele, ich kann ja mal hier noch auf die 150 noch sind, bieten. Dementsprechend viele auf dem Markt sind und deswegen gibt's die halt für 200 im Sofortkauf. Sonst habe ich mehr bezahlt, glaube ich. Halt. Ist ja auch nicht schlimm. Ist ja auch nicht schlimm. Ich meine, 200 Coins immer noch ein guter Preis. So, jetzt habe ich doch bestimmt einen davon bekommen. Na also. Natürlich in den nächsten beiden Spiele dann wieder mit der Bundesliga, die auf jeden Fall torgefährlicher sind als meine Serie A. Ich hoffe auch mal wieder auf irgendwie... schwache Gegner, also die Gegner waren alle nicht wirklich, also ich will jetzt nicht sagen, dass die letzten Gegner viel besser waren als ich, aber die waren auf jeden Fall nicht schlechter als ich. Also wenn, dann war es ausgeglichen und ich habe halt immer den kürzeren gezogen oder sie waren besser, aber es war seit Ewigkeit nicht mehr so, dass ich irgendwie einen leichten Gegner hatte. Außer vielleicht die zwei Siege, die ich da in der Saison hatte, die waren vielleicht leichte. Achso, ja, ich wollte ja erstmal ihm Finisher geben. Also wie gesagt, ich bin jetzt, nicht so überzeugt von Hamšík, von Second Inn vom Hamšík in den ersten zwei Spielen. Er ist nicht hervorgestochen wie andere Spieler vielleicht. Er hat nichts Krasses gemacht. Er hat die zwei, drei Situationen, wo er krasse Tore hätte schießen können, auch nicht geschossen. Keine Ahnung, also. Aber wie gesagt, er hat jetzt noch die Möglichkeit, ich werde ihn halt jetzt nicht verkaufen, weil sich das einfach nicht lohnt, weil es dumm wäre. Er hat jetzt auf jeden Fall noch
einige Spiele, denke ich, Zeit, sich zu beweisen. Also ich denke mindestens noch 2 Spiele. Und vielleicht dreht er dann ja durch und macht irgendwas Geiles. Ich weiß es nicht. Mal schauen. In diesem Sinne, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Bis zum nächsten Mal. Euer Paxis. Tschüss.